Moin zusammen, mein Name ist René und wir sind heute in der Nähe von Bremen unterwegs. Und dieses Mal stimmt das auch, weil ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Aber wir sind mit den Jungs und Mädels von Foslo unterwegs. Und zwar auf dem HSG-Zug. Und HSG steht für High Speed Grinding. Das bedeutet, wir setzen heute Schienen in Stand in der Form, dass wir mit 80 Stundenkilometer drüber fahren und sie dann abschleifen gleichzeitig. Ich bin gespannt und wenn ihr auch Bock habt, los geht's. Moin! Moin! Ich bin Tim. Ich bin Tim, ja. Sehr gut. René, hi. Moin, Tim. Freut mich. Schönes Ding hast du hier. Wir schleifen heute Schienen, habe ich gehört. Wir schleifen heute Schienen, ja. Ja. Mit? 80 km/h. Ich bin Tim, ne? Ja. Ich bin jetzt 22 Jahre alt. 22? Ja. Digga, ich hätte dich älter geschätzt. Ja, ich bin jetzt hier auf dem HSG. Bin erst die Wartungsschicht durchgelaufen. Und jetzt bin ich in der Schleifschicht. Wie lange arbeitest du hier schon? Zwei Jahre. Zwei Jahre? Klar. Das sind die Schleifsteine? Das sind die Schleifsteine, ja. Und müssen die gewechselt werden? Die oder müssen gewechselt werden, nach jeder Fahrt, ja. Nach jeder Fahrt? Was heißt das? Nach jeder Überfahrt. Wir haben heute 37 Kilometer. Insgesamt heute die Schicht? Eine Fahrt sind 37 Kilometer. So. Ich wollte gerade sagen, das klingt jetzt gar nicht so viel mit 80 Stundenkilometer. Ja. Also wir fahren halt mehrfach dieselbe Strecke und mehrfach wird halt abgeschliffen. Genau. Jetzt ist das aber nur, also ich sag mal, ein gutes Drittel von dem HSG-Zug hier. Ja. Was ist da hinten noch dran? Wir können noch einmal lang. Ja. Hier haben wir unser Messsystem. Ja. Unser Wirbelstrom-Messsystem. Das nutzen wir nach der zweiten Überfahrt. Ja. Einmal, dass die Schienenfehler besser zu erkennen sind. Okay, und die Schienenfehler sind, wie kann ich mir das vorstellen? Also ja, das sind kleine Risse in der Schiene. Moin! Zukunfts-René hier aus dem Schnitt. Eine kleine Verbraucherinformation folgt jetzt. Der HSG-2-Zug fährt mit 80 Stundenkilometer und schleift dabei nicht nur die Schiene ab, sondern misst auch ganz genau den Zustand der Schiene auf kleinste Schienenfehler. Somit ballern wir nicht nur mit 80 Stundenkilometern über die Schiene und schleifen sie ab, sondern liefern auch die wichtigen Daten, um auch zukünftig das Schienennetz zu erhalten. Das ist nicht nur besonders cool, sondern auch ziemlich nachhaltig und dementsprechend gut für die Umwelt und so. Zurück zu Vergangenheits-René. Und was ist das hier? Unsere Böschungsbewässerung. Böschungsbewässerung? Genau. Warum brauchen wir Böschungsbewässerung? Okay, wegen den Funken? Wegen den Funken, ja. Können wir mal reingehen? Ich habe es ja drin noch gar nicht gesehen. Wir können reingehen. Naja, man sieht immer was Neues. Man sieht Deutschland, man sieht andere Ecken. Man ist immer unterwegs mit entspannten Leuten. Passt alles. Wir probieren immer die gleichen Teams loszuschicken. Und ja, man kennt sie, jeder kennt jeden. Also die ganzen Kollegen sind auch top. Wir sind 7 Tage arbeiten und sind dann meistens 6 Tage zu Hause. Also kann man sagen, von Mittwoch bis Mittwoch arbeiten und dann bis darauf den Wochenmittwoch frei. Immer auf die kleinen Dicken, ey. Das ist aber schon geil, muss ich sagen. Also für dich ist das hier total normal. Ich feier ja, das hier gerade. Hier sind Generatoren drin. Ja. Ein Generator, da ist der andere Generator. Ja. Ihr wisst das, aber es vibriert richtig krass. Hier ist unser Steinemodul. Off camera. Genauso sah das aus bei Extraction mit Chris Hanford. Okay. Genau, hier unter uns ist der Staubbunker. Ah, okay, ja. Da saugen wir auch Staub ab. Ja. Hier sind die Schleifsteine. Das sind die frischen, ne? Das sind abgefahrene Steine und das sind die feinen, mittelfeine Schleifsteine sind das. Die waren vorhin drauf, von der letzten Schicht noch. Ja. Die haben wir runtergenommen, das sind hier die groben. Die sind ein bisschen, ja, sieht man ja, ne? Ja, ja. Ein bisschen gröber. Krass. Und du hast ja tatsächlich drin noch die kleinen Krananlagen hier. Ja, genau. Wir fahren uns ja die Kisten hier runter in der Luke. Das heißt, wenn wir die Luke aufmachen, gucken wir quasi runter? Genau. Ah, ja. Genau. Und hier ist unsere Kabine. Das ist eine Paré. Zu 80%, sag ich mal, sind wir nachts unterwegs. Manchmal schleifen wir auch am Tage, aber in den seltenen Fällen. Ja, nachts ist halt, nachts arbeiten fand ich eh schon immer geil. Hat mir eh schon immer gefallen. Und bin eh kein Führersteher, deswegen passt das schon alles. Und was machen wir jetzt gerade, wenn ich folgen darf? Wir rangieren jetzt zum Hauptbahnhof. Ja. Und von da aus geht's dann hier los mit der ersten Schleifahrt. Und dann legen wir los. Darf ich hier eigentlich noch rausspringen? Nein, wahrscheinlich nicht. Doch. Was machen wir jetzt hier? Jetzt läuft die Lok einmal um. Ja. Von da nach hier. Und wie wird das eigentlich gemacht? Das heißt, die koppelt vorne ab, geht dann auf dem Ersatzgleis und fährt dann von rückwärts hier ran oder wieder? Genau, genau. Klingt kompliziert, Alter. Das ist kompliziert. Ja, okay. Das ist kompliziert. Und dann geht's auch schon los mit der ersten Schleifahrt. Geil. Und dann fahren wir vorne bei euch mit, ja? Dann fahren die vorne bei uns mit. Genau. Ton ist wie immer super. Ja. Tim, hilf mir mal. Jetzt sagt der Kollege vorne,
zum Beispiel. Mhm. Warum nehmen wir die Bleche hoch? Wenn ein Bahnübergang kommt und wir lassen die Bleche unten, dann raspeln wir uns die Bleche ab. Ah, weil der Bahnübergang höher ist? Genau. Okay, also die erste Tour haben wir durch. Jetzt müssen wir die Schleifsteine wechseln. Wir dürfen nicht links und rechts raus, weil da wird gefahren. Maske wegen dem Staub. Was ich halt krass fand, wie komplex das eigentlich ist. Ich dachte halt in meinem naiven Leichtsinn, wir fahren einfach Smooth Sailing. Und dass der Kollege tatsächlich, also vorne im Führerhaus sitzt noch ein Kollege, der sagt quasi jede Weiche an und wann die Schutzbleche nach oben müssen. Und der Kollege vorne im Leitzentrum muss dann quasi mehr oder weniger punktgenau die fahren hier, dafür sorgen, dass das auch alles passt, weil ansonsten wird es teuer. Fahren hier. Und habe ich endlich große Segeluhren gerade? Ah, passt schon, ne? Und dann wechseln wir jetzt quasi alle einmal aus? Nein, nur die abgefahrenen. Nur die abgefahrenen. Genau, die sind auch gut. Boah, weißt du, was ich gerade dachte? Ich dachte gerade, ihr hättet zwei unterschiedliche, also einmal hart und einmal weich. Nein. Nein. Das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Das sind jetzt alles grobe Steine. Also, die Feinsteine kommen erst ab dem fünften Fahrt raus. Okay, also die groben sahen mal aus wie die groben. Genau, genau. Von vor 30 Minuten. Ja. Alter Schwede, okay. Abgefahren. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, aber ja, geil. Und wieder so eine schöne Brechstange, wenn ihr mir die mal einmal geben könntest. Wo siehst du denn die Brechstange? Ah, alles klar, ja. Genau. Dann werden die einfach rausgehauen. Okay. Sollen wir mal probieren? Ja, ja, ja. Also einfach quasi so? Genau. Und dann machen wir nach oben ein bisschen. Okay. Genau. Andere Seite. Okay, ja, hat er schon mal gemacht. Was ich ja krass finde, dass wir jetzt hier quasi drinstehen. Ja. Wo wir gerade noch alle sehr fasziniert waren, so boah, so viele Funken und so. Und links und rechts von uns jetzt tatsächlich auch. Ja, Züge fahren noch. So, hier sind jetzt die neuen Steine. Jawohl. Wie legen wir die ein? Genau, hier ist eine Achse. Ja. Und dann einfach ist gut, ne? Ja, ja. So, ah ja, okay, so. Genau. Das ist so ein bisschen. Ja, das geht mit der Zeit. Ja, ja. Gibt's einen Trick, oder? Ja, du musst dir einfach rein. Ah, ja, okay. Ja, einfach machen, das ist der Trick. Mach mal richtig. Warte. Ja, du legst. Ja. Guck mal, ja. Ja, ja. Von jeder Reihe, das ist jetzt bald ein 4. Ja. Die Steine haben hier eine Chargennummer und die müssen wir immer eintragen, dass wir wissen, wie viele Steine wir verbraucht haben. Okay. Genau, dafür haben wir nämlich eine App jetzt ganz neu. Ja. Jetzt Balken 4 auf der linken Seite. Ja. Haken. Jetzt ist er rausgelöscht. Ah, ja, okay. Genau, und die Schrottsteine, ja, die kommen einfach in der Kiste rein. Die sortiert ihr jetzt oben. Genau, die kommen oben nachher in der Schrottkiste rein. Ja, okay. Und machen wir die Gabeln wieder zu. Ja. Fahren wir nochmal die Balken einmal runter. Gucken uns alles hier ein bisschen an, ob nichts ölt, ob alles, ja, in Ordnung ist. Und dann, wenn wir alles kontrolliert haben, dann machen wir den roten raus und können wieder nach oben gehen und zur zweiten Fahrt. Alles klar. Ja, na klar. Sind alle fotogen hier. Ja. Ja, aber erstmal muss das Microsoft Kennwort eingegeben werden. Ohne Microsoft Kennwort geht hier auch nichts.